Kaum hatten die neu gewählten Abgeordneten im Bundestag ihre Plätze eingenommen, kaum war die neue Bundestagspräsidentin gewählt, haben wir unseren Aufruf gestartet. Von XXL zurück auf L. Gemeint ist die Größe des Bundestages. Der sollte nämlich normalerweise nur 598 Sitze haben. Aber wieder mussten zusätzlich ein paar blaue Sessel im Plenarsaal montiert werden. Jetzt sind es 736. Liebe Leute, was es braucht, ist eine Wahlrechtsreform, und zwar eine, die ihren Namen verdient, und zwar bald. Darauf wollen wir hinaus. Und wir schlagen vor, dass es dafür weniger Wahlkreise geben sollte, in denen mehr Abgeordnete gewählt werden, und wir alle sollten dafür 3 Stimmen haben. Ich kürze das ab. Bingo, es gäbe keine Überhangmandate mehr und der Bundestag hätte 598 Sitze. Und wenn man schon eine Wahlrechtsreform macht, dann sollten wir doch gleich ein ganzes Päckchen schnüren. Die Sperrklausel sollte runter, von 5% auf 3%. Es sollte eine Ersatzstimme geben, also die Möglichkeit, dass wir eine zweite Partei ankreuzen. Und wenn die erste, die wir angekreuzt haben, es nicht über die Sperrklausel schafft, nun, dann zählt eben unsere Stimme für die, die wir als zweites angekreuzt haben. Es sollte eine Enthaltung geben, so eine Art Proteststimme. Wenn man mit dem Angebot der Parteien überhaupt nicht einverstanden ist, dann gäbe es die Möglichkeit, dort ein Kreuz zu machen. Und das müsste am Wahlabend ausgezählt werden. Das wäre dann ein Signal an die Parteien. Hey, so geht's nicht weiter. Kümmert euch. Es sollte auch ein Wahlrecht geben für Ausländerinnen und Ausländer, die schon länger hier leben. Und für 16- und 17-Jährige. Jeder Mensch braucht eine Stimme. Dafür unser Aufruf. Unterschreiben Sie ihn. Jetzt lassen Sie sich keine Zeit. Die Parteien lassen sich Zeit für die Reform, aber wir mit unserem Protest und mit unseren Forderungen, wir sollten Druck machen. Seien Sie dabei. Vielen Dank.